Hopp. Ach, ich dachte, hier geht's nochmal so nach Schade. Ja, wir brauchen definitiv Eichenholz. Wie immer. Aber wir haben ja mehr als genug davon. Also von den Bäumen jetzt, sag ich mal. Bäume haben wir genug hier. Wenn wir die alte weggezimmert haben. Hab ja auch schon genug wieder angepflanzt da drüben, von daher. Und zu epischer Musik ziehe ich die Schafe blank. Hopp, hopp. Noch ein Schäfchen. Ach, hier war so ein kleiner Kohlevorrat, genau. Sofern man sich erinnert, so in einer der ersten Folgen, glaube ich. Schweinchen. Ah ne, Schweinchen brauche ich nicht. Schweinchen Diek. Alter Schwede, wie das hier zuwächst. Einfach nur ungescheit. Hopp. Jo, und dann gehen wir auch schon weiter. Holz kloppen wie die Weltmeister. Muss echt mal gucken, ob das irgendwie automatisiert geht. Das ist nämlich echt anstrengend auf Dauer. Aber ich glaube, da haben wir leider keine andere Wahl. Da müssen wir durch. Können uns ein bisschen mit der Musik von Chrono Trigger noch ablenken lassen. Was haben wir da? Da. So. Alles weggehauen. 42, da brauchen wir auf jeden Fall noch mehr. Das Problem ist, wir brauchen jetzt auch viel von dem Holz auch als ganz normalen Holzstamm. Also nicht wirklich als Brett verarbeitet, sondern wirklich als so blanken Stamm. Und das ist das, was wirklich am meisten Ressourcen frisst. Wenn man bedenkt, dass wir hier aus einem so einen einzelnen Holzklops vier Bretter machen können und dann... Jo. Und das am Endeffekt wirklich nur immer nur einzeln verarbeiten. Wow, komme ich natürlich nicht hoch. Hopp, hopp. Und dann gehe ich auch noch an so einen Mammutbaum hier. Den wir wahrscheinlich gar nicht ganz weggeholzt bekommen. Siehste? Kletter ich einfach mal komplett in den Baum. Es müsste auch noch mal so ein extra Achievement geben. Mammutbaum gefällt. Ich kann nur hoffen, dass ich jetzt nicht hier irgendwo jetzt hier genug abgeholzt habe und sich der ganze Baum hier decayt und ich einfach mal plups mache und unten leg. Aber so langsam. Ach, da ist auch noch Holz. Löst er sich auf oder löst er sich nicht auf? Ich glaube, er löst sich langsam. So, hier euch Setzlinge haben wir wieder auch mehr als genug schon wieder gesammelt. Ja, nochmal kurz hier durchgepflügt. Schon haben wir wieder 6 Setzlinge mehr. Ja, auch alles vollgesetzt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Den Baum trennen wir jetzt mal ab. Jo. Da steckt noch ein Holz, die Sau. Da oben noch einer. So, haben wir sie jetzt alle weg. So ein Baum wegkloppen, das ist schon wirklich fast ein eigenes Projekt immer. Ne, das war's. Plop, plop, plop. Irgendwas sammle ich ja dort auf. Setzlinge, hä? Setzlinge? Jupp. Na, von wo kommst du denn geplumpst?
Von hier oder von da? Ah, da war es doch schon. Gut. Na super. Oder weniger gut. Es wird schon dunkel. Zombie? Du Scheiße, was habe ich denn hier nur angepflanzt? Schäfchen! Schäfchen! Ah, ist noch nicht dunkel? Noch nicht dunkel genug? Da hole ich das Schäfchen noch schnell weg. Bevor es Selbstmord begeht und die Lava springt. Dich da oben mache ich auch noch kahl. Na komm. Na, willst du nicht? Kein FKK-Schaf? Doch, natürlich. Ihr Schafe zieht euch doch gerne aus. So, da sind wir schon wieder. Gut, gespawnt war jetzt hier noch nichts. Alter Schwede, da hinten zeichnet sich sogar unser Haus schon ab in der Entfernung. Übelst. So, das machen wir auch mal wieder. Wieder begradigt. Sieht ja nichts aus hier, so mitten in der Pampa. Ja, ja, das füllen wir gleich wieder. Das füllen wir doch wieder. Nee, das sieht doch nichts. Nee, also ehrlich, das sieht doch nichts aus, wenn hier mitten im Nichts so ein gepflügtes Ding ist. Da hopsen wir mal ein bisschen drauf rum und dann passt das. Wobei die Grabe-Version wahrscheinlich schneller geht. Hopp, 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 hopp. Da kann das wieder alles zugrünen und das sieht das aus, als ob wir nie hier gewesen wären. So. Problem ist wirklich, ich glaube, ich habe einfach zu viele Bäume zu eng beieinander gepflanzt. Ja, das ist mir ein bisschen zu viel geworden alles. So, das haben wir. Den einen Stamm, aber der wird jetzt eh noch alles da bleiben. Naja. Wenn das so... Zwei nebeneinander? Habe ich die so gepflanzt? Bin ich mir jetzt gar nicht mal so sicher. Hopp, hopp. Da noch einer, da noch einer. So. Muss mal alles ein bisschen ausdünnen hier. Ist da noch Stamm? Da ist noch Stamm. Hopp, hopp, hopp. Und auch weg damit. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie viel Holz wir jetzt überhaupt benötigen. Ein Stack, zwei Stack, drei Stack. Holzen wir einfach mal weg. Gott, ey, das ist wieder so ein Riesending angefangen. Ich bin auch so selten dämlich, dass ich immer hier mit rangehe. Und die Axt geht uns auch langsam zur Neige. Super. Aber so einen Chrom kriege ich den sogar noch hier weggehauen, oder so. Immerhin etwas. Plopp. Plopp. Ja, da passt diese heroische Musik definitiv. Das ist schon eine Heldentat, die ich hier vollbringe. Ja. Und ich werde hier in diesem Baum wahrscheinlich auch noch sterben. Habe ich so im Gefühl. So, hier dürfte es sich gleich alles ein bisschen ausdünnen, das Blattwerk. Gut, dann gehen wir mal wieder nach unten. Da ist auch noch ein Stück Stamm.
Boah, der Baum, der macht auch eine ganz schöne Dunkelheit hier, habe ich das Gefühl. Ach, wir haben ja schon über 2 Stacks voll. Plumps. Jo, setze ich hier nochmal 2, 3 Bäume an oder eigentlich haben wir hier noch mehr als genug? Würde ich mal so behaupten wollen. Gut, ich sammle jetzt wahrscheinlich wieder grob geschätzte 5000 Setzlinge ein, aber nee, normalerweise haben wir hier noch genug Holz. Mehr als genug. Ich kann höchstens nochmal woanders ein paar hinsetzen, jo. Weil es ist schon echt krank, was wir da an Holz anbauen. Chicken, war da Chicken? Oder? Oder waren da nur Schaf? Das war Schaf mit roter Blume in die Hintergrund. Da machen wir Schaf mal platt. Du auch Schaf. Komisch, dass sie alle direkt 3 Wolle fallen lassen. Na, ich möchte mich jetzt nicht unbedingt beschweren darüber. Was haben wir denn da hinten so? Na, gibt's da eine Höhle? Ne, gibt's nichts. Außer die, quasi die perfekte Sandfarm haben wir hier nicht viel, nee. Stimmt, das könnte man eigentlich auch nach und nach nochmal abtragen. Sand haben wir ja genug hier in der Gegend. Wenn wir bedenken, dass wir wirklich auf einer komplett einsamen Sandinsel gestartet sind. So 10x10 Felder, wenn überhaupt. Versteckt er sich vor mir oder was? Hat sich rumgesprochen, dass... Ach, du bist ja schon mal geblumst. Hat sich rumgesprochen, dass der scharfe Nackigmacher wieder da ist, hä? Ja, komm. Put, put, put. Ja, put, put. Jawohl. Jo, siehste, haben wir eine schöne Schleife gedreht und sind direkt wieder bei unserem riesen Ballermannhaus. Übel. Wirkt zwar ganz schön kastig, aber naja. Das mocht ja nicht. Setze ich mir noch ein paar Bäume hier hin? Ja, ich glaube, ich setze mir ein paar Bäume hin, da haben wir nochmal eine schöne Aussicht. Nur hier so entlang ein bisschen. So ein bisschen den Hang zubauen. Naja, 2 nebeneinander ist schlecht. Hier auch. Na gut. Macht nix. Wächst eh. Das wächst. Das ist wie mit der Leber. Die Leber wächst auch mit ihren Aufgaben. Wo kommt der denn her? Wo kommst du denn her, du Sack? Alter. Was soll denn der Scheiß? War hier irgendwo eine Höhle oder so? Kann er nicht angehen, er kann nicht aus dem Nichts hier einfach ankommen. Oder war das der, der schon seit Ewigkeiten hier rumgeistert? Aber normalerweise, nee, normalerweise halten die sich da nicht so lange. Also das kann jetzt echt nicht wahr sein. Das hätte uns noch gefehlt jetzt hier. Schön kurz vor der Hütte nochmal in die Luft gejagt. Ach, die haben schon wieder all ihre Wolle wieder. Na, sprinten kann ich gerade nicht. Wolle! Wolle, 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 Wolle. Wolle, 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 Wolle. Yippie! Eigentlich könnte man noch ein bisschen rote Wolle gebrauchen, so schön puffig.
Ah, da müsste ich die ja extra züchten, die Viecher. Ach, weißt du was? Ich färbe jetzt einfach mal zwei ein. Ist doch egal. Mach mal rote Farbe Stoff. Ein rotes Schäfchen? Ja, meh, komm mal mit, komm. Ja, komm. Ja, komm. Wir züchten uns jetzt Puffschäfchen. Schäfchen! Eine Rotte. Noch eine Rotte. Na los, macht Liebe, komm. Ja, komm. Hallo. Hallo? Liebe machen. Yippie. Da hat es auch geklappt. So, und jetzt schnell ins Bettchen. Es wird dunkel.